Hallo Leute! Hello! Also, ich wollte nochmal ein Review machen. Und ich habe mir letztens auch nochmal Thomas, die fantastische Lokomotive, angesehen. Und dann dachte ich mir, ich könnte über den Film ja mal ein Review machen. Ja, deshalb mache ich heute ein Review über Thomas, die fantastische Lokomotive oder Thomas and the Magic Railroad. Bevor es losgeht, wollte ich noch sagen, dass ich den Film, by the way, auch in Englisch gesehen habe und über die englische Version gleich noch was sagen möchte. Aber fangen wir jetzt an. Also, Thomas die fantastische Lokomotive war der erste Kinofilm von Thomas und seinen Freunden und kam im Jahr 2000 in die Kinos. Damals hatten sie nur ein Budget von 19 Millionen Dollar zur Verfügung. Und nach meines Wissens hatten sie auch irgendwas um die 19 Millionen Dollar eingespielt. Geringverdiener. Aber kommen wir mal zum Inhalt des Films. Vieles ist halt scheiße. Zum Beispiel Shining Time Station. Shining Time Station war eine amerikanische Serie, die auch von Britt Allcroft produziert wurde. Das Ding ist, dass die Serie nie übersetzt wurde. Also werden zum Beispiel Kinder aus anderen Ländern den Film nicht verstehen. Und by the way, ich gucke gerade Shining Time Station mit Jack and the Pack Folgen durch, also checkt seinen Kanal ab. Aber kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Übrigens, man kann Sodo einfach nur durch Zauberglitzer oder die magische Eisenbahnstrecke erreichen. Frag mich nicht, wer darauf gekommen ist. Die Übersetzung fand ich eigentlich gut, aber was mich am meisten getriggert hat, war Soldo! An 9 Loks gab es Lady, Diesel 10, Splatter und Dodge. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich persönlich finde Diesel 10's O-Face voll creepy. Also jetzt mal for real, ich meine, guckt euch das mal an. Aber reden wir mal über die Modelle. Also, die Modelle finde ich echt perfekt. Ich persönlich finde, dass die Modelle dort am besten aussehen, von der ganzen Modellserie. Jetzt mal for real, ich finde die echt richtig sexy. Und die Sets sahen auch nie besser aus. Und was ich jetzt sage, ist nicht nur meine Meinung, sondern einfach Fakt. Nämlich, der Song, ich weiß wie der Mond sich fühlt, ist einfach nur cringe. Aber die anderen Lieder waren okay. Und was ich an dem Film mit Abstand am meisten mag, ist die Chase. Okay, jetzt sage ich noch ein bisschen über die englische Variante. Also, die Stimmenbesetzung ist im Englischen super. So auch im Deutschen, aber ich rede ja gerade über die Englische, ne? Vor allem die von Thomas und Diesel 10. Aber die von James, ich weiß ja nicht. You weren't concentrating, Thomas. Lucky for you that the buffers were there. Er hört sich wie eine Frau an. Naughty! So, zum Schluss ziehe ich mal ein kurzes Fazit. Also, der Film ist gut, wenn man nicht so viel Thomas erwartet. Aber wenn man ein Niveau wie von der klassischen Serie erwartet, ist der Film scheiße. Einfach scheiße. Also er ist nicht... Tut mir jetzt leid, Douglas Cinnamon, aber dann ist er einfach schlecht. So. Das war mein Review über Thomas die fantastische Lokomotive. Ciao.